Jetzt spricht der Kollege Markus Tressel für Bündnis 90 Die Grünen. Dankeschön. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass wir heute wieder über das Thema Kulturtourismus diskutieren. Er ist wichtig für die kulturelle und touristische Entwicklung Deutschlands. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir heute auf einer weitgehend gemeinsamen Basis diskutieren können. Das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen. Bei einem waren wir uns ja auch schon im Februar einig. Deutschland muss die Synergien von Tourismus und Kultur stärker nutzen. Das ist nicht nur ökonomisch folgerichtig, sondern auch kulturell. Und deshalb kann ich für meine Fraktion sagen, haben wir uns bemüht, gemeinsam auch mit den Sozialdemokraten die interfraktionellen Verhandlungen über einen gemeinsamen Antrag positiv abzuschließen. Und ich glaube, man kann mit Blick auf das heutige Papier sagen, das Ergebnis ist solide, auch wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle mehr gewünscht hätten. Das möchte ich an dieser Stelle gar nicht verhehlen. Ich möchte aber auch noch ein, zwei wichtige Punkte ansprechen, die uns wichtig erscheinen. Die alte Weisheit, ohne Moos nichts los, gilt auch in diesem Bereich. Und deshalb war es ein zentrales Anliegen für uns, dass der Finanzierungsaspekt im Antrag nicht ausgeblendet wird. Er ist ein zentrales Thema in diesem Bereich. Und es ist vorhin schon angesprochen worden, wir mussten die angespannte Haushaltslage berücksichtigen. Ich möchte jetzt nicht wieder von der Mehrwertsteuerabsenkung sprechen. Das hat die Kollegin Schmidt eben ausreichend getan. Wir brauchen einen verstärkten Dialog zwischen Bund, Ländern und Kommunen, insbesondere in den Finanzierungsfragen. Ich möchte noch mal betonen, die Finanzierung ist zentral, wenngleich wir im Antrag auch andere Faktoren ansprechen, die zentral sind für den Ausbau des Kulturtourismus. Bessere Koordinierung löst keine finanziellen Nöte. Wir können aber durch eine bessere Koordinierung Probleme koordiniert anpacken und an anderer Stelle Probleme gar nicht entstehen lassen. Wir wissen aber auch, alle liebe Kolleginnen und Kollegen, Kultur und Tourismus sind freiwillige Aufgaben. Und das macht sie besonders attraktiv, attraktiv in Anführungszeichen an dieser Stelle für den Rotstift der öffentlichen Hand. Und wir haben alle in den letzten Wochen unrühmliche Beispiele gesehen, was die auslaufende Förderung für die Tourismuszentralen in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt anbelangt. Und wir wissen auch aus unserer kommunalen Erfahrung, dass die Schließung von Theatern und Museen vielerorts zur Debatte steht. Und ich glaube, wir müssen diese Probleme sehr, sehr ernst nehmen. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass bestehende Förderprogramme eben gerade nicht reduziert werden. Allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fürchte, dass das trotz dieses Antrages an einigen Stellen passieren wird. Und die Kollegin Schmidt hat auch da eben was angesprochen, was ich mir aufgeschrieben habe, das UNESCO-Welterbeprogramm. Wir können auf der einen Seite nicht in diesem Antrag festschreiben, wir wollen das ausbauen und, unsere Welterbestätten entsprechend schützen. Und auf der anderen Seite lassen wir dieses wichtige Programm auslaufen. Das konterkariert in einer zentralen Forderung diesen Antrag. Das finde ich außerordentlich schade. Wir brauchen aber, und das macht dieses Beispiel deutlich, deutlich mehr Konsequenz in der finanziellen Absicherung unserer kulturellen Schätze. Und da sind wir an einem zentralen Punkt. Ohne Sie und auch ohne Ihre Pflege wird es keinen Kulturtourismus geben. Und ich glaube, das wäre genau das Gegenteil von dem, was wir uns alle gemeinsam wünschen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Kreativwirtschaft, sie wächst und sie wächst. Und das darf nicht an finanziellen Engpässen scheitern, weil sie wichtig ist für den Kulturtourismus. Deswegen ist es an dieser Stelle wichtig, bestehende Förderinstrumente der EU oder anderer offensiver an die Akteure heranzutragen. Wir freuen uns, dass wir das im gemeinsamen Antrag verankern konnten und damit auch eine Bresche schlagen konnten dafür, dass die Arbeit dort verbessert werden kann. Summa summarum, wir haben festgestellt, gemeinsam geht vieles besser, auch wenn es an einigen Stellen noch mehr Klarheit bräuchte. Ich glaube, mit dem Ergebnis der gemeinsamen Arbeit können wir trotzdem zufrieden sein. Es geht hier um ein Zeichen an die Länder und Kommunen. Kulturtourismus ist eine Chance. Ausgaben in diesem Bereich lohnen sich, Einsparungen rächen sich und nach diesem Prinzip sollten wir auch im Bund handeln. Vielen Dank.